Hallo und willkommen zurück zu Pacific Drive. So, wir müssen zurück nach Siram. Dann wollen wir mal einsteigen. Diesmal ist die richtige Route geplant. Ah, Motor lief bereits die ganze Zeit. Ist es nicht umweltschonend, wie ich hier bin? Ah, ich sollte mich echt mal zusammenreißen. Egal, wir müssen hier nach links. Ich hoffe, die Handbremse ist nicht angezogen. Nee, anscheinend nicht. Kann ich leider auch nicht dauerhaft anziehen, was ziemlich sinnlos ist für eine Handbremse. Naja, egal. Zum Driften reicht's allemal. Dann wollen wir mal in die erste Zone gehen, die uns dann hoffentlich weiterführt. Hui. So, wir können jetzt entweder hier lang. Sehr instabil, oder wir machen es einfach auf die noobige Weise. Ich würde sagen, wir haben lange nichts Ordentliches gelootet. Da machen wir es ein bisschen auf die noobige Weise. So, Handbremse rein. Wo müssen wir überhaupt hin? Instabilität sehe ich noch keine. Hier ist auch so ein X, das würde ich gerne mal erforschen. Und wo muss man am Ende hin? Da zu dem orangenen Pfeil. Alles klar. Das Auto ist langsamer. Ich habe es in der letzten Episode gesagt, aber irgendwie war das der Guess falsch an dieser Mackenerkennungsstation. Also Fehlverhaltenserkennungsstation. Da ist ein Fass. Es kann natürlich auch an den Reifen liegen. Das weiß ich natürlich nicht. Oh, da ist irgendeine Anomalie schon unterwegs. Na, die sollte uns nicht tangieren, wenn wir da nicht zufällig dummerweise reinlaufen. Bist du auch eine freundliche Mülltonne? Naja, freundlich genug, würde ich sagen. Hier mit dem Zeug. Und hier brauche ich was? Brauche ich da nicht einfach einen Hammer? Ja. Hui! Das können wir gleich verschrotten. Dann ist der Verschrotter auch versorgt. Oh, der lebt ja noch. Gaskartusche, kein Platz. Mist. Werkzeugkiste. Das wird sich eigentlich alles in Wohlgefallen auflösen, wenn der Verschrotter weg ist. Ja, gehen wir mal kurz da rüber. Und können ja zumindest hier ein bisschen... Oh, du hast hier noch einen Motor drin. So, jetzt ist er kaputt. Und der geschenkte Verschrotter funktioniert tadellos. So, kann man hier noch an der Stoßstange irgendwie rumschrauben? Nö. Die Gaskartuschen braucht man auch unbedingt. So. Sehr gut. Ersatzreifen. Oh, erstmal hinten reingucken. Mit der Brechstange. Komm schon. Oh, da ist schönes Zeug. Da ist schönes Zeug drin gewesen. So, müssen aufpassen, weil arg viel Zeit haben wir hier auch nicht. Vielleicht nehmen wir noch einen Instability Core mit und dann muss das auch irgendwann passen. Wir müssen ja auch weiterreisen diesmal. Geht nicht sofort zurück in die Garage. Das verbraucht zu viele Autoteile. Auch wenn man normal zurückreisen, ist das Auto nicht so begeistert davon, anscheinend. So. Ja, mit dem schönen Zeug. Ich glaube, das war jetzt aber so ziemlich das meiste. Das Fass können wir... Ne, können wir nichts mitmachen. Schade eigentlich. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Gaskartuschen mit. Okay, das X ist anscheinend dieses Ding hier, was ich markiert habe. Interessant. Wusste ich nicht. So, dann schauen wir mal einfach rein, wie es aussieht. Neben uns steht auch noch ein Auto, das können wir natürlich auch plündern. Im Endeffekt müssen wir dahin, aber wir können noch Cores mitnehmen. Rechts ist irgendwas mit Power. Da ist eine Farm, da sind Satelliten. Das sieht aktuell noch relativ gut aus hier. Dann zerlegen wir mal das Auto. Ich weiß leider nur nicht mehr, wie ich an Chemikalien rankomme. Die gehen echt aus und damit muss ich ja mein Auto reparieren können. Können nicht im Sommer Reifenchemikalien drin sein. Ich glaube zumindest nicht die, die wir brauchen. Wir müssen wahrscheinlich irgendeine Truhe finden, aber das können wir auch in Siram machen. Erstmal schauen, dass wir hier alles abbauen. So professionell und so schnell wie möglich. Die sind nicht unbedingt immer exklusiv. Hallo? Geräusch? Kein Geräusch. Wird wegignoriert.
Na, auch keine Chemikalien. Und so langsam muss ich mal was ins Auto füllen. Wow. Alles, was keine Miete zahlen will. Und der kommt da rein. Sieht die Welt doch schon wieder freundlicher aus. Oh, die Zahnräder habe ich mitgenommen. Naja, dann haben wir sie zumindest hier. So, rein mit uns. Wie sieht's aus? Eigentlich noch ganz gut. Dann würde ich sagen, wir fahren mal hier leicht nach rechts. Drive. Und los geht's, bevor der Kamerad umdreht. So, was haben wir denn hier? Ich halte mal hier an. Aussteigen. Solange es keine Anomalie ist. 9-Volt-Batterie, wieso lasse ich die denn fallen? Was mache ich denn? Benzinfass. Haben wir aber genug Benzin zum Glück. Was haben wir hier? Kann ich mein Auto hier laden? Bauwerk C. Ladestätte. Tatsächlich. Okay, aber eine Truhe hat es hier auch. Ohne Chemikalien drin. Schade eigentlich. Was bist du? Rohrpost? Oh! Was ist da? Müllperle, Glühbirne und lila Lack. Das ist ja klasse. Und da vorne, was sehen meine Äugelchen? Schmerzen. Hauptsächlich Schmerzen. So, einmal. Zweimal. Dreimal. Und Schmerzen vorbei. Alles gehört uns hier. Ach, ist das schön. Her mit dem Plasma. Müssen wir uns beeilen. Los, 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 Jungs. Das ist eine Anomalie. Nee, das ist ein Funkturm. Hätte ich jetzt auch geschätzt. So, hier haben wir natürlich noch einen lootwilligen Kofferraum. Auch ohne Plastik leider. So, dann schneiden wir hier noch ab, was geht. Dann wird das Ding hier auch demnächst zerbrechen. Metall und sowas können wir immer gebrauchen und Plastik und Klebeband. Das wird nie alt, dass man das braucht. So, glaub eine Tür oder eine Platte können wir noch machen. Na, zwei Sachen sogar. Na, ich wollte doch nur den Reifen. Das hat auch noch geklappt. Klasse, wie das Ding durchhält. Ich hätte es gerne losgehabt. Naja, man kann sich nicht über alles beschweren. So, das ist gelootet. Mein Auto ist offensichtlich noch da. Hier haben wir auch viel Schrott. Sommerreifen. Nein, jetzt ist es kaputt gegangen. Das sieht doch relativ gut aus bei dem Truck, muss ich schon sagen. Vielleicht können wir ja noch einen machen, einen Verschrotter. Verschrotter, Verschrotter, Verschrotter. Ganz oben. So. Braucht man ja sowieso. Dann schauen wir mal hier, ob da gute Materialien mitkommen. Ich glaube, da kommen zumindest einige mit. Reifen sind ja auch besonders groß. Das ist ein. Ach, das ist auch nur ein Sommerreifen. Na gut. Dachte, er wäre auch schon eher offroadig. Zumindest für Gummi gar nicht so schlecht. Sehr gut alles eingesammelt. Abschleppwagen haben wir schon gescannt. Benzintank da am besten nicht reinflexen. Das endet meistens in einem Funkenregen, die man nicht will. So. Das war's dann hier. Dann schauen wir mal unbedingt ins Auto. Nein, da ist schon wieder so ein Kackhäschen. Absurd, ich kann dich auch scannen. Nee, 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 nee. Mal weg vom Auto hier. Glaube, ich müsste es werfen. Was bist du denn? Okay. Rein ins Auto. Wie sieht's aus? Noch nicht instabil. Sehr gut. Und du bleibst schön weg von meiner Karre. Komm schon. So, die Frage ist, kann man da einfach durch den Tunnel? Und wenn ja, wie gruselig ist es? Die Antwort ist ja und weiß noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall
Hier die Cores können wir noch beide mitnehmen. Markieren wir zuerst den. Komm auch direkt darauf, wenn wir hier runterfahren. Was für ein Satz, aber es stimmt hoffentlich. Durch den Tunnel direkt zu den Cores und dann können wir hier nach oben den Ausgang benutzen. Hoffe ich zumindest. Wollte auch nicht hupen, ich wollte mehr Scheinwerfer. Also alles, was geht. Sind beide meine Türen offen? Au, 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 au. Nö. Wird aber angezeigt gerade. Nö, jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Nee, gut. Ganz schön lang der Tunnel. Zum Glück sind hier auch keine Crash-Test-Dummy-Puppen drin. Hier ist ein cooler Truck. Hat man noch nicht. Muss ich kurz überprüfen. Das ist hier noch keine arg schlimme Zone. Fackel. So. Was haben wir denn hier? Ein Truck. Ein Kastenwagen. Verzeihung. Stoßstange. Irgendwas abschraubbar. Irgendwas lootbar. Ja, das ganze Hinterteil. Stoßstange aus Stahl. Das erfreut mich, die Nehmer. Aufkleberkit. Abdichtkit. Der Feuerreifen. Was ist denn da für ein cooles Zeug drin? Komm schon, nicht die Tankklappe hier einfach lagern, was sich lagern lassen will. Kein Platz dafür, das sehe ich aber anders. So, die Stoßstange nehmen wir auf jeden Fall gleich mal in die Hand. Fallen lassen. Da ist sie. In die Hand nehmen. Aktuelle abschrauben. Und wo ist die Stoßstange, die ich gerade noch hatte? Hallo? Doch nicht im Inventar. Doch. Ist im Inventar. Zuweisung starten. Hier anstatt dem Brecheisen. Dich will ich installieren. Ja. Sehr schön. Und das, keine Ahnung. Lass mal da liegen. Bisschen Schwund ist immer. Abdichtkit, falls ein Reifen drauf geht. Was ist das? Singly and Family, Teil 1. Und eine Dosen-Ravioli. Na gut. Die kommt zu. Und dann... Oh, Instabilität kommt. Ist aber blöd. Dann müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Sind wir überladen? Nee. Dauert nur ewig beim Losfahren. Ich schätze, das sind die neuen Reifen. Oder ich hätte irgendwas anderes auswählen müssen beim Mackenapparat. Komm, da sind die zwei Cores, die brauchen wir. Und dann müssen wir nach oben. Oh, das wird knapp. Das ist schon mutig, was ich hier mache. Vor allem müssen wir ein bisschen querfeld einfahren. Egal, das kriegt man hin. Da links könnten wir unser Auto noch reparieren. Da war nämlich so ein grünes Helfding. Das wäre schon eigentlich fancy gewesen. Ist egal. So, anhalten. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, Geysir. Bleib hier. Nein. Und ein Häschen. Wo ist der Kern hin? Nein. Oh. Hätte ich mir denken können. Nein! 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 Nein, mach doch sowas nicht! Mach doch sowas nicht! Rein mit dir, Gerät! Ja, ich habe leider gerade nichts, um das kaputt zu machen. Weg mit dir! Oh, mein armes Auto! Mein armes Auto! Und wir sind in der Instabilität. Wir müssen unbedingt da oben hin. Wie kommt es richtig? Gut. Ist hier noch eins? Ich glaube, hier links ist das andere. Das will ich aber auch noch. Ich glaube, das schafft man. Schnell. Das macht eigentlich normalerweise ein Auto kaputt, aber wir versuchen es.
Wir brauchen die Energie. Nein, Motorhaube ist auf. Fahr! Oh, die wird vielleicht bald abfallen. Ich sehe nichts. Das ist der Nachteil. Und da ist wieder so ein scheiß Kaninchen drin. Häschen, kein Kaninchen. Da ist der Tunnel. Ich wollte aber nicht durch den Tunnel fahren. Okay, wir sind draußen aus der Zone. So. Du kannst mir gestohlen bleiben. Tschüss. So, wie kommen wir am geschicktesten dahin? Indem wir einen Gang einlegen. Frage selbst beantwortet. Kommen wir da überhaupt hoch? Versuch wäre es wert. Da hinten können wir aber auch noch kurz unser Auto heilen. Das wäre auch ein Versuch wert. Oh nee, da ist wieder so ein Ding. Dann war das gar nichts zum Auto reparieren. Das Ding ist so grün. Oh je, oh je. Ich muss auf die Karte schauen. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme geschickt. Hier soll es relativ flach sein, wenn ich so eine Geländekarte richtig lese. Kommt mir aber tatsächlich nicht so flach vor. Vielleicht hätten wir einfach durch einen Tunnel zurückfahren sollen. Naja. Wir haben Offroad-Reifen. Wird Zeit, dass die mal was tun für ihr Geld. Oder auch nicht. Das ist viel zu steil. Wie soll das Auto das denn schaffen? Oh oh. Oh oh. Komm schon. Nur noch ein bisschen. Ja! Du bist ein Tier. Du bist eine Tiermaschine. Nein. Maschine mal ein bisschen nach oben. Da fehlen doch nur 2 Meter. Oh, klasse Ding. Da ist eine Straße. Wieso ist da denn eine Straße? Achso, das ist die andere. Okay. Kann ja mal passieren. Au, 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 au. Da ist noch ein Truck. Ich liebe diese Zone gerade. Und wir haben anscheinend noch Zeit. Dann wollen wir mal. Was ist denn hier drin? Geräusch? Ungutes Geräusch. Geräusch zu ignorieren. Kann ich das einfach nicht ausrüsten, sondern essen? Ja, benutzen. Ein Offroad-Reifen mit Sternchen. Zustand 350. Wir haben jetzt Offroad-Reifen. Primitiver Scheinwerfer, Verschrotter, auch ein guter. Müssten mal sehen, was wir im Auto unterkriegen gerade. Ich brauche auf jeden Fall mehr Inventarfläche. So, stapeln, was sich stapeln lässt. Das lässt sich schon nicht mehr stapeln. 2 Glühbirnen. Und ein Abdichtkit. Das Abdichtkit kann weg. Die Glühbirne eventuell auch. Das Glas, ja, keine Ahnung. Ersatzreifen weg damit. Glühbirne erstmal hier rein. Genauso wie das Teil und das Teil. So. Aha, Geräusch, okay. Nix, wovor man sich Sorgen machen müsste. Nur ein bisschen. So, dann nehmen wir das. Aufkleberkit mit Zahlen, Lack. Ja komm, wenn man dich richtig sortieren würde, hättest du vielleicht Platz. So. Und Dosenkonserve brauchen wir nicht mitnehmen. Benutz mal einfach. So, du kommst da rein. Glas lass mal da. Sticker kommt mit. Wir hätten zwar noch 2 Plätze, aber das jetzt hinzufrickeln. Du bist ein Abdichtkit. Du sahst auf dem Icon aber anders aus. Komm schon. Weg mit dir. Ich will doch einfach nur hier ran. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Kann ich den blauen Lack direkt verwenden? Schauen wir mal, ob man ihn in die Hand nehmen kann. Ausrüsten. Nein, nicht Logbuch. Einfacher Rechtsklick ausrüsten. Was war da hin? Kam das wegen dem Lack? Hallo? Wieso geht der Lack hier nicht?
Ah, geht er doch. Irgendwie nur komisch. Ja! Sieht zwar scheiße aus, das Blau, aber wir können es zumindest. Scheinwerfer auch. Ich glaube, die Sprühdose ist leer. Okay, fahren wir mal mit unserem leichtblauen Auto weiter. Richtung Ziel. So. Gang einlegen. Dann, nach allen Regeln der Kunst, nur noch geradeaus. Interessant, dass hier gerade keine Instabilität ist. Vielleicht ist es in den Anfangszonen, dauert es auch eine ganze Weile. Auch ein cooles lila Auto eigentlich gewesen, aber wir haben eh kaum Inventarplatz. Wir sollten mal weitergehen. Ich hoffe, es sind Chemikalien dabei, aber ich glaube nicht. So, da ist die nächste Zone. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten noch irgendwas gefunden, was ein Auto reparieren kann. Also so eine positive Anomalie. Nur aktuell sieht es nicht danach aus. Schade eigentlich. So, dann mal weiter nach Siram. Wird schon gefährlicher da drin. Und ich habe jetzt so gutes Zeug, das möchte ich eigentlich mit heimnehmen. Ja, ja, Werkstatt verbessern. Ich gebe mein Möglichstes. So. Überlegen, was wir tun, bevor die Zone aktiviert wird. Okay, Portale könnten wir jetzt schon aktivieren. Between where we are and the deep zone. Like another wall and the entire mid zone for starters. It's not as simple as driving there. We can't control the instability any more than we can control the weather. Schade. At the height of Lim R&D, thousands of us lived and worked here in the zone. So we built Lim stabilizers to make certain sectors and roads a little more predictable than others. It was the only way we could operate as a live research compound despite the instability. And yes, the same technology that destabilized the landscape in the first place. Lim technology was always a double-edged sword from the beginning. We're going to put those stabilizers to work and clear you a path. The old observation towers surrounding Sierra Morta have a map of the stabilizers in that sector. Mind swinging by and finding one? Nein, du hast mich ja hierher geschickt. Finde den Beobachtungsturm mit Blick auf Sierra. Ach, da oben ist er. Glaube ich. Da. Na gut. Dann wollen wir mal dahin. Oh, und Zone ist aktiviert. Benzin halb voll. Wunderbar. Ja, ich hub immer, wenn ich das Licht anschalten muss. Passiert mir in meinem Auto auch dauernd. Das ist neu. Glaube ich. Was bist du? Litzander Felsen. Was kannst du? Bist du freundlich? Glaub, der sieht freundlich aus. Der glitzert. Vielleicht fahren wir mal mit dem Auto dahin. Und jetzt ist es das fieseste Ding, was wir im ganzen Spiel encountern. Vielleicht repariert er mich auch. Ja, guck mal hier, Auto. Ui, 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 ui. Okay. Au. Das machen wir kein zweites Mal. Ich habe meine Lektion gelernt. Oh nee, schon wieder Puppen, die hier rumstehen. Plasma-Dinger brauchen wir zum Glück gerade nicht. Na, hier könnte es was helfen, wenn er mich halt auf der Straße lässt. Dafür sind sie gut. Wenn sie uns nicht gerade gegen Dinge schleudern. Immer noch gruselig, diese Crash-Test-Dummies. So, hier runter, schätze ich mal. Oh, da ist noch ein Speed-Boost. Nee. Ein Geysir. Damit hat man ja gerade in der Episode davor ein bisschen unglückliche Erfahrung. Nee, das war nicht in der Episode davor, das war in dieser Episode. Was laber ich denn für einen Mist? Weiß ich schon gar nicht mehr, was Sache ist, außer dass ich mich verfahren habe. Kommando zurück, da habe ich doch extra einen Wegpunkt. Nur nirgends reinfahren. Habe ich echt die eigene Zufahrtsstraße einfach nicht gesehen?
Bestimmt wegen dem Tempo Element, das mich da rumgeschleudert hat. Oder weil ich so abgelenkt von den Puppen hier war. Ist ja eine ganze Weile, die wir da zurück müssen. Was mache ich denn für ein Mist? Kann bestimmt auch... Ich könnte auch einfach hier hochfahren. Aber ich will wissen, wo ich es verpasst habe, sonst lerne ich ja nichts. Ach, hier in der Region. Ja, da waren ganz viele Puppen. Das ist jetzt nicht meine Schuld gewesen. Hier geht's, glaub ich, rein. Nee, noch nicht ganz. Da hat sich aber jemand beschwert hinter uns. Vor uns soll eine Straße sein. Jetzt soll man praktisch drauf sein. Na, da ist sie. Okay. Hab ich einfach wieder Mist gebaut. Und dabei soll doch ein Auto rauskommen. So, Plasma-Generator. Keine Ahnung, was war das? Rohrpost? Da ist doch auch öfter mal was Gutes drin. Was bist du? Ja, Rohrpost. Her mit deinem Zeug. So. Ich hätte die Straße nicht verlassen müssen. Wenn ich schon eine Straße habe, dann nutze ich die doch auch mal. Obwohl Geysire drauf sind. Na, und das Elektrofeld dem Endgema vielleicht ein bisschen. Müssten ja zumindest nicht mitten durchfahren. Macht's Auto nur wieder beleidigt. Das leitet aber gerade ganz schön unter meiner Fahrweise. So, da ist der Beobachtungsturm. Jetzt sehe ich ihn auch. But you can tighten up security protocols all day, only for one disgruntled employee to program in his name for fun and mess it all up. Anyway, the overload code is 4735. Find that stabilizer app and scan it for me. Oh boy. I was assigned to clean these towers out every time the guards rotated. And things I saw. Let's just say that keeping a watch on Serum day in and day out did not make for a good time. I didn't envy those guards one bit. Ich habe mir den Code nicht gemerkt. Ah, macht er automatisch. Super. Dachte, ich drücke gerade irgendwie eine blöde Taste. So, hier mit dir, du Computer-Einzelteil. So, irgendeine Karte muss ich... Da ist so eine Karte. Oh, bitteschön. Brauchst du sonst noch was? Was wandelst du um Zahnrad nach Klebeband? They're not too far, so I've added the location to your route. The access road will lead you straight there once you're ready. Ja. Lucky me. Glückliches Ich. Was muss ich machen? Schickt mich wieder in der ganzen Pampa hier rum, anstatt was selber auf die Kette zu kriegen. Da ist ein, ich will das Portal aber nicht verknüpfen. Echt, ich muss da hin? Na gut. Du bist der Boss. Dann geradeaus runter wahrscheinlich. Das könnte schief gehen. Auto ist eh beleidigt. Was kann da ein bisschen mehr schaden? Oh, hier geht's eigentlich. Ui, 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 ui. Da ist wieder die instabile Instabilität. Eigentlich könnte man da ja durchfahren. Ganz normal. Ja, ja, stell die doch nicht an. Ein Glück haben wir gute Reifen. So, wir fahren da wieder halbwegs hier vorbei. Die Zone war ja eigentlich... Nein, doch nicht dagegen. Was mache ich denn? Volles Karacho gegen das Brückenelement. Die Beschleunigungsdinger stehen hier aber auch. Mein rotes Auto, auch nicht verkehrt. So, wir sind entkommen. Mit halbwegs kaputtem Auto. So, hier ist auf jeden Fall eine Straße. Du bist ein Offroader. Hast dich gerade so gut angestellt. Ein Kaninchen, Häschen. Drei Stück. Rückt mir von der Pelle. Da will ich nicht durchfahren. Ich will hier nur
den Stabilisator einsammeln, der sich hier irgendwo versteckt, laut gelbem Symbol. Die Energie können wir auf jeden Fall brauchen. Da ist er. So. Sachen, die mein Auto gesund machen, sind hier echt nicht vertreten. So, Tür auf. Mensch, sieht das scheiße aus. Das Auto gerade. So, den Kern nehme ich gern. Laufen. Ich muss laufen. Sehr schön. Und los geht's mit uns. Diesmal schauen wir aber... Okay, wir müssen eh nach unten und dann die Straße nach links. Das kriege ich noch hin. Das kriege ich noch hin. Nochmal so ein Teil. Wenn wir das jetzt richtig nutzen... Und ich meine richtig nutzen... Ja! Speed! Ich mag die Teile. Und ich dachte, die wären unnütz. So, das sieht gut aus. Wo wir langfahren. Irgendwie kommt jetzt demnächst noch eine Entscheidung. Ich wünschte echt, ich müsste nicht immer da links unten hinschauen. Rechts unten auf die Minimap. Seit wann habe ich eine Links-Rechts-Schwäche? Kann ich gar nicht auf die Straße gucken währenddessen. Das ist gefährlich. Schau ja auch nicht auf mein Handy, während ich fahre. So. Oh, da sind Kaninchen. Hui. Bleibt mir ja gestohlen. Und nochmal hui. Nein! Oh, war das gemein. War das gemein von dem Spiel. Das haben sie absichtlich gemacht. Nee, haben sie nicht. Ist ja prozedural generiert, aber trotzdem. Nicht runterwerfen. Nicht runterwerfen. Häschenbefall. Häschenbefall. Oh, mein armes Auto. Ist hier irgendwas, was gesund macht? Nein. Nein, die grüne Farbe war zu verlockend. So, wahrscheinlich hier zum Fragezeichen. Und da müssen wir erstmal das Auto ein bisschen auf Vordermann bringen. Arg weit fährt es in dem Zustand nicht mehr. Zumindest nicht schnell. Wenn wir es denn brauchen. So. Ich sehe, ach, auf die Karte sehen bringt vielleicht was. If you get lost, follow the pipes. The Limtech and those stabilizers ran so damn hot, only more Limtech could contain it from complete meltdown. Aha. Ja, das ist was, was du da sagst. So. Ich würde gern was craften. Was haben wir denn so im Angebot? So. Ja. Fehler. Was hängt denn daneben? Der da? Achso, ja. Na gut, ich sehe es ja ein. About the mass hallucination event that Tobias and Francis were going on about. Nein, don't worry, Chemikalien I won't be nearly as long-winded, because there honestly isn't much that we know about it. It happened on the morning of September 14th, 1961. My colleague, Dr. James Kay, was conducting experiments at a highly classified site in the Deep Zone. He was assisted by my husband, Dr. Alan Turner. At 0400, their experiment unleashed a gamma ray surge that instantly killed both of them. The surge was an impossible amount of energy, orders of magnitude greater than any man-made source. It also triggered hallucinations in anyone awake within a 10-mile radius. It was a burst of widespread insanity. But only for a short moment. Aha. Hast du Chemikalien für mich? So langsam wird's kritisch. Warum schauen wir oder so eine Heilanomalie? Irgendwas? Nicht Häschen. Ich meinte irgendwas nicht so wörtlich. Da oben ist was Grünes, aber ich glaube, das ist wieder so ein Flugvieh. Ja. Ja, ja. Bin ich wieder vorbeigefahren? Ich bin wieder vorbeigefahren. Naja, passiert den Besten, würde ich sagen.
Da ist noch was Grünes da hinten. Ach. Fahrzeugschutz beeinträchtigt? Ach so, weil ich hier im bösen Gebiet bin. Verstehe. Wir müssen irgendwann nach rechts. Machen wir es doch gleich. Oh. Autochen, halt durch. Ich gebe mein Möglichstes. Und das ist nicht sehr viel, aber du musst durchhalten. So, hier nach unten kommen wenigstens die Straßen. Und was ist das für ein rotes Symbol? Was ist rechts von uns? Nein! Instabilität! Ach, ich wollte doch nur kurz chillen hier. Hier gäbe es bestimmt Chemikalien. Da hinten ist noch was Grünes. Ich habe aber die Hoffnung fast verloren, dass mir das was bringt. Oh, wieso wackelt hier denn wieder alles? Mensch, sind das hier Lichteffekte? Au. Ja, da kann ich gerade nicht durch. Siehst du? Jetzt kann ich durch. Nur nicht nachdenken. Nur nicht nachdenken und einfach weiterfahren. Das ist leider auch keine Heilpflanze. Schon. Ist ja fast geschafft. Muss ich echt alle drei anfahren und das in dem Auto? Nee, ich glaube, ich kann hier rausgehen und mit dem heilen Auto nochmal wiederkommen, bevor alles verloren ist. Ah, den ersten machen wir und dann gehen wir raus. Wenn wir können. So, da ist natürlich nochmal so eine Straßensperre. Warum auch nicht? Gerade ist er offen. Hat gepasst. Hat doch noch gepasst für uns. Oh, und Tank ist gleich leer. Ein Glück habe ich einen riesen Kanister dabei. Gar nicht mehr drauf geachtet. Wir sind an der Tankstelle vorbeigefahren. Oh. Also ich bin heute mit dem Kopf definitiv bei allem Möglichen, aber nicht bei Fahrzeugbenzin. Komm schon, öffne dich. Sesam, bitte. Ah, bitte hat geholfen. Oh. Verzieht sich sogar komplett. Ich fahre nicht mehr. Ich glaube, irgendwas stimmt hier nicht. Vielleicht habe ich einfach kein Benzin mehr. Nehmen wir erstmal den. Ne, komplett leer gesaugt. Wir haben noch einen ganz großen dabei, deswegen mache ich mir noch nicht so viel Sorgen. So, du kommst wieder hin. Zu. Ja gut. Wieder auf die Schädeldecke geworfen, das Teil. Drive. Starte. Ja. Ein Glück nur Benzin und kein mechanischer Defekt. Und was haben wir denn hier? Schönen Parkplatz. Hoffentlich häschenfrei. So. Was haben wir hier? Ein Rucksack. Mit nichts drin. Na toll. Und der ist nicht mal besser als meiner. Eine Kühlbox mit einer Batterie. Sehr schön. Also Bleibeschichtung, ja, kann man natürlich auch abbauen. Okay, wir müssen den Stabilisator Alpha verbinden. Ich habe keine Ahnung, welcher das hier ist. Verbinden können wir ihn ja. Okay. 30 seconds of hallucinations. Sure didn't feel short when I was free falling through outer space. Heck of a ride, though. Did you know the rings of Saturn sing? I saw disembodied arms. Tons of them. They were grasping and crawling. Ja, das ist nicht gut. What about you, Oppie? What did you see? I saw nothing. How is that possible? Everybody else saw something. Must have passed me by. I don't know what to tell you. But weren't you working in your lab that night? And weren't you supposed to be doing your research rather than keeping track of my whereabouts? Okay. Wow. Touchy. Den können wir noch machen. Ach, wenn wir schon dabei sind. Auto ist ja robust. Hoffe ich mal. Wenn man Gang reinkriegt. No,
So, aber jetzt können wir auch hier runter. Ob die hier Chemikalien drin haben? Ich meine, gar nichts drin haben können sie nicht. Komm schon. Oh, keine Chemikalien. Zugesperrt. Macht mir nichts. Ich hämmer alles auf. So, Fackel. Radio brauche ich gerade nicht. Ruhe. Oh, Chemikalien. Ne, ich suche wahrscheinlich auch an den komplett falschen Orten. So, Inventar ist nicht mehr sehr inventarig. Schon viel zu voll. Auto viel zu kaputt. Now that we know the remnants were connected to the mass hallucination, maybe we can figure out what caused it. Oh boy, do I have theories. Don't start. Dr. Kay and Alan clearly uncovered some new way of using Lim to motivate that gamma ray burst. Oh, yes, precisely. And where do gamma rays come from but outer space? Feedback on planet Earth, kid. There are plenty of terrestrial sources of gamma rays. Thunderstorms, for example. No. You said it yourself. The energy levels from that night are much greater than anything we've seen on Earth. Sure, but going straight to aliens when there's countless perfectly scientific possibilities. Perhaps Dr. K and Alan developed a limb-assisted mass particle collision, or... Mal da hoch. ...tapped into some sort of gamma-ray reservoir. A reservoir? Or a portal? Uh-oh. A portal? To where exactly? Hoffentlich nach oben. Of course! Now, why didn't ja, wir schaffen's! That's ich liebe dich, mein Auto. Boah. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Können wir das zweite Ding auch noch randingeln? Oh. Wieder so viele Geräusche. Und keins davon klingt positiv. Und parken wir vielleicht mal hier. Auto ist echt miserabel. Im miserablen Zustand. So. Hey, Oppie. You've never cared about any of the Zone's stories and superstitions. So, why now? What's in this for you? What I do is not and has never been any of your business. You're asking us to trust you. So, yes. It's our business now. Das sehe ich auch so. How about this? You two sign off and count orbs or whatever it is you like to do. And I'll get the driver to the mass hallucination source myself. Excuse me? No. Tobias found this remnant. This is his discovery. Sure. And I'll send you a nice gift basket to mark the occasion. Da ist schon die letzte. Auto halt durch, Auto halt durch. To hell with that! We either throw everything we can at this thing, or we lose this chance, and the answers to the mass hallucination are gone forever! This isn't like one of your little Sasquatch hunts. I'm not letting you get your tinfoil pseudoscience anywhere near this. This is too damn important to me. It sure didn't seem too important earlier, when you messed up and nearly killed the driver. You wanna play that game? You really wanna talk about our track records? Screw you, Oppie. I'd rather run this remnant into the ground than work with either also, of you. Also, Oppie, du bist unsympathisch. We're wasting our breath with this old man. There's gotta be another way. She's out of her mind. I can't do this. Look, if you want to waste your precious time picking apart bird droppings and squinting at constellations, by all means, follow their lead. But we're better off without them. Trust me. I'll get you through no matter what. Ja, aber du achtest auch nicht auf mein Wohlbefinden. So, wir parken uns nur ganz kurz hier. Gut, das rollt zwar noch ein bisschen. Komm schon. Das kriegt man noch hin. Ich hoffe, das Auto wird mir verzeihen, dass ich es mal für ein paar hundert Meter verlasse. Danach gehen wir ja raus. Komm schon. Letzter Turm. Wir schaffen's. Wo ist denn der Eingang? Oh, Quietscheentchen. All right. We're in business. Sehr schön. Stabilizers are coming online and the way looks clear. But
I'm also getting spikes. Stability in your region is tanking. Get out of there. Fast. Ja, was glaubst du, was ich hier vorhab? Muss erstmal wieder zurück zu meinem Auto finden. Wenn es denn noch fährt. Echt, ich muss dahin. Wie? Ich habe doch kaum noch genug Benzin drin. Boah. Gut, aber die Straße können wir zumindest nehmen. Bis wir sie nicht mehr nehmen können. Echt, eine Minimap links oder ein TomTom links hätte es doch auch gebracht. Nein, ich will nicht aussteigen. Wollt die Tür schließen. Fahr doch einfach. Todeszone kommt näher. Also die rote, die gelbe überholt mich eh gleich. Los jetzt. Wir haben so viel gutes Zeug, das will ich nicht alles opfern. Da hinten ist schon der Lichtstrahl. Boah. Aber Map-Marker habe ich natürlich nicht gesetzt. Ah, gut. Ist hell genug. Scheinwerfer habe ich auch nicht mehr. Müssen ganz schnell da hin. Gut, Map-Marker ist wirklich unnötig. Aber kein Scheiß bauen. Das ist Scheiß bauen, was ich hier mache. Komm schon, vorsichtig. Nicht vergessen, dass wir hier lebend raus müssen. Ich glaube, wir schaffen es. Wir schaffen es wieder. Oh, ich liebe dieses Auto. Was ist da eigentlich für ein lila Symbol auf der Karte? Ist das eine Anomalie? Werden die kartografiert? Komm schon, schön hier durch. Und dann kriegst du erstmal eine schöne Reparatur. Wenn du überhaupt noch fahren willst. Ei, ei, ei. Hui. Schnell in die Werkstatt. Dankeschön. The sector stabilizers are fully operational. You've got a straight shot toward the expansion wall. One more thing. You may want to consider armoring up a bit once you cross that wall. The Midzone is another beast altogether. Oh oh. Ich habe mich doch in der Zone schon nicht so gut geschlagen. Ach, erstmal auffüllen. Erstmal auffüllen. Und das auch. Oh, bin ich froh. Wichtigste, Benzin ist wieder drin. Kofferraum bleibt mal auf. So, dann würde ich tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.